Und damit seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Eidodon, zu einem weiteren kleinen Weihnachtsspecial auf meinem Kanal. Heute müsste schon ein kleines Special online gekommen sein. Kurz mal die Musik ausschalten. Ist ein bisschen dolle nervig. Ja, ein kleines Weihnachtsspecial auf meinem Kanal. Wir spielen ein weiteres 40 Cent Spiel auf, ich glaube, es hat sogar mehr gekostet. Ein billiges, also unter 1 Euro Spiel auf Steam. Wir spielen Santa's Big Adventures. Ich habe Angst. Es ist schon, es sieht jetzt schon schlecht aus und sah schon auf der Shopseite schlecht aus und es wird ein kleines Trash Let's Play. Viel Spaß euch. Alles klar. Let's start. Wir haben das erste Level. Santa lost all the presents. He must get them back. Use arrows on RST to move. Okay, wir spielen einen kleinen Santa. Oh, er kann Schneebälle werfen. Und die Musik kann man nur ausschalten oder einschalten. Na toll. So, unsere Aufgabe ist hier, Weihnachtsgeschenke zu sammeln. Ah, mit W hüpfen wir. Sehr schön. Once you got all, then get into the chimney. Hold up longer for a higher jump. Aha, okay. Ja, wie ihr seht, ein sehr wertiges Jump'n'Run. Ein sehr gutes. Ach so, hier können wir Schneebälle werfen. Und wahrscheinlich Monster dann irgendwann ausschalten. Ja, es ist Weihnachten. Frohe Weihnachten, Leute. By the way. Ja. Frohe Zwergnachten. Zwergnachten. Ja, die Musik, das ist immer dieselben. Immer dieselben 10 Töne. Es ist irgendwie. Es. Länger ist der Soundtrack auch nicht. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir von den Eiszapfen nicht getroffen werden. Oh Mann. Ich werde gleich die Musik ausstellen. Ja. 10 Geschenke. So. Oha. Hier müssen wir jetzt das Rentier ausschalten oder was? Space or mouse to shoot is now by ball to the reindeer. Aha, na toll. Ich weiß, der Soundtrack nervt. Ich mache ja gleich. Noch können wir den ein bisschen genießen. Genießen, ja. So ohne Sound ist es ja dann auch blöd. Schneemann, er schießt zurück. Alles klar. Ein paar Sternchen vor der Schnauze. Ja, sehr schön. So, ich mach mal wirklich den Sound aus. Das ist wirklich, ja, ein bisschen zu nervig. Machen wir es halt geräuschlos. Muss im Schnitt vielleicht andere Musik einfügen. Bessere passende Musik. Vielleicht finde ich was. Ein bisschen Mario-Musik oder so im Hintergrund. Ich weiß nicht. So. Hört man natürlich auch nicht die Springgeräusche. Aber ja, das ist jetzt hier unwichtig. Besser als diese laute Musik. So. Geschenke sammeln. Ich muss doch irgendwo eins sein. Hier klingt, wo ist hier noch ein Geschenk? Ach, da unten, beim Rentier. So. Und weiter geht's. Jetzt, wie viele Level haben wir jetzt hier schon? Level 7 haben wir hier. Ach, das ist jetzt hier nochmal. Gut, machen wir es nochmal. Ne, ist nicht nochmal. Level 7, vielleicht schaffen wir heute alle Levels. Können wir das Spiel einmal durchspielen? So viele Levels hat das Spiel nicht. Das ist
Oberfläche gewichen. Minimal schwerer wird es natürlich irgendwann, aber ja, gut. So schwer dann auch wieder nicht, dass man sich Sorgen machen müsste. Ist jetzt noch nicht auf so einem Level, wo wir verzagen müssten. Ein entspanntes Weihnachts-Jump'n'Run. Sind wir durch. Wir werden nicht mal getroffen. Ja, ja. Zwei Geschenke noch. Wenn ich beim Schneemann und einmal beim Rentier oben. Das Rentier gibt uns nicht. So, Schneemann. Erinnert ein bisschen an den Schneemann. Ganz kleines bisschen an den Schneemann aus der Tabaluga. Wisst ihr, was meine kennt ihr noch Tabaluga? Das ist so ein. Das war mal so eine Fernsehserie für die Leute, die es nicht kennen. Mit einem kleinen Drachen. Hieß doch Tabaluga, oder? Das war doch so ein. Der böse Schneemann war da. Der Kontrahent, da gab es einen Drachen. Gab es noch andere Figuren, aber 11 von 10. Ja, sehr schön. Das haben wir sogar mehr als das muss. Und wir gehen einfach nicht Game Over, obwohl wir kein Herz mehr haben. Das ist ja schön. Dann müssen wir vielleicht teilweise nicht alle Geschenke einsammeln. Wenn es schon 11 von 10 gibt, können wir auch mal eins verlieren. Das ist 7 von 10. Hier müssen wir doch noch ein bisschen sammeln. Ups. Immer hoch. Ich wollte gerade fragen, wie kommen wir da hoch? Ja, so kommen wir da hoch. 8 und 9. Und da unten ist Nummer 10. Okay, wegen der Gegner mache ich mir wirklich keine Gedanken. So schlimm sind die hier noch nicht. Das kann man überstehen. Einfach durchrennen hier. Wir sterben eh nicht. Was war denn das für ein Level gerade? So, oha. Es gibt unten einen Boden. Also man kann auch gar nicht runterfallen. Man kann auch gar nicht sterben. Sterben gar nicht möglich. Selbst wenn man alle drei Herzen verliert. Ja. Schon gut, aber sterben tut man nicht. So, ich gehe mal hops. Und hops, hops. Als ob da 6 Pakete auf einmal sind. Was ein Tisch. Oha. Habe ich gerade ein bisschen die Größe verstellt. Mit einem Rechtsklick. So. Wird auch wieder ein bisschen Musik anhaben. Damit es wieder ein bisschen nerviger wird. Damit er wieder ein bisschen auf Kurs kommt. Laute Musik. Meine Fresse. Und wahrscheinlich wird sie mir dann auch noch geclaimt, dass es nicht copyright free ist. Na egal. Weltweit gesperrt das Spiel. Das Let's Play weltweit gesperrt. Nicht lizenziert. Das wär's. Für den Soundtrack. Alles klar. Immer dieselbe Schleife. Das ist
Oh, da sind wir gestorben. Sind wir gestorben? Es geht. Und du musst das Level neu beginnen. Ja, schön. Und jetzt hier hoch. Alle Geschenke auf einmal hier. In Schornstein. Warum der Weihnachtsmann eigentlich Schneemänner verstehe ich, aber wenn er die Rentiere ausschalten muss, ist doch seine Freunde. Rudolf und Co. Was ist los hier? Haben sich gegen den Weihnachtsmann verschworen. Rudolf und die anderen Schneemänner, Rentiere. Level 16 haben wir gleich. Wir sind schon im fortgeschrittenen Level. Das kann hier gleich. Ist bald vorbei. Mit dem Schneemann müssen wir ein bisschen aufpassen. Da sind wir am Schornstein. Sehr gut. Level 17. 21 Level haben wir hier. Jetzt, ich mach die Musik wieder aus, die ist wirklich ziemlich nervig. Und laut. Muss nicht sein. So, wo sind hier die Geschenke? Muss man Geschenke suchen. Ist doch hier nicht Ostern. Oh wei. So, hier hoch. Ist da unten Geschenk oder was? Ist ein Geschenk. Da beim Schneemann gibt es noch ein Geschenk. So, 5 von 10. Unten mal lang. Oh, haben wir kein Leben mehr. Jetzt gehen wir vielleicht mal drauf. Da oben ist noch ein Geschenk. Hier ist auch noch eins. 6. 6 von 10. Hier müssen wir lang. Schneemann erstmal betäuben. Bevor uns hier kaputt macht. Rentier. Hier. 7 von 10. So, hier mal weiter lang. Jetzt dürfen wir nicht mal getroffen werden. Eiszapfen. Von oben. Ja, genau das sollte nicht passieren. Dann müssen wir nochmal von vorne starten. Mal schauen, wie ich das dann zusammenschneide. Ja, wahrscheinlich kriegen wir alle Level jetzt hier in einem Part zusammen. Na komm, Schneemann. Vier von 10, das 5 von 10. Hier gibt es wieder mehrere, dass man hier nicht alle sammeln muss. Zu viele Geschenke gibt. Hier ist bestimmt noch eins. Nein, keins. Oh Mann. Ich lasse mich hier wieder treffen. In diesem Spiel schlecht zu sein, ist auch deprimierend. Hier zu verkacken. Dann muss man das Level gleich von vorne starten. So. Ich meine, dem Schneeball ausweichen. Ah, er ist wieder da. Oh, Kacke. Jetzt bin ich in das Rentier reingelaufen. Warum das ein Problem ist für den Weihnachtsmann, weiß ich auch nicht, aber. Ja. Von mir aus. Das ist Nummer 7. Nummer 8, aber wir kommen mal hin. Das ist zu niedrig, da müssen wir noch anders hoch. So, hier hoch. Da kommt Rentier. So, hier mal lang. Rentier ausschalten.
Na komm. Schneemann. Rentier. Doppelgegner. Nein. Vorsichtig. Ich dachte, hier wäre noch ein. Zwei brauche ich noch, zwei Geschenke. Hier ist noch eins. 9 von 10. Ist noch ein Schneemann. Hier war keins mehr, kein Geschenk. Muss eins noch suchen. Eiszapfen. Wo ist noch ein Geschenk für mich? Na komm, das kann auch hier nicht. Achtung. Ja, hier. 10 von 10. Auf zum Schornstein. Das müssen wir jetzt noch übernehmen. Zwei Leben haben wir noch. Ein Herz und ein Leben dann. Oh wei. Gar kein Leben mehr. Und wir müssen hier noch irgendwie zurück. Huha. Lustig. Jetzt nicht vom Eiszapf treffen lassen und auch nicht vom Schneemann. Nein. Nein. Vorsichtig. Ach, verdammt, als ob. Als ob, als ob, als ob. Zu kurz vom Ziel. Oh Mann. Das muss jetzt nicht sein. Als ob die Schneemänner hier. Was ein Blödsinn. Und jetzt ist der wieder wach. Als ob hier. Nein. Jetzt wieder ziehen. Ich mach's noch einmal, wenn ich jetzt nochmal fehle, dann mach ich einen Rage Quit. Als ob. 5 von 10. Ach, die Ace-Zapfen hier auch noch. Das ist hier. Zu kriminell. Na komm, hier ist 9 von 10. Da drüben kriege ich noch eins. Und schnell zum Schornstein. Soll das vielleicht noch schaffen hier. Schneemann. Schneemann, Nehmann. Da ist noch ein Geschenk. 40 geholt. Und hoch hier. Aber nichts weg. Ab ins nächste Level. Wie viele Level haben wir? 19. Na komm, die schaffen wir hier noch. Oh wei, oh wei, oh wei. Ich fall zu weit runter. Und jetzt verkackt oder was? Was hier ein Fallparcours bestehen? Na toll. Das ist jetzt sonderlich lustig. Oh nein. Wie soll ich denn hier nur alle... Jetzt bin ich wieder bei 0. Ach du Sch... Muss man hier wirklich... Muss man hier fast auswendig wissen hier. Alle Geschenke kriegen. 9 und 10 noch. Hier 9 und 10. Sehr schön. Ne, nur noch Fallparcours oder was. 20 und 21. Na komm. Gut, das haben wir verkackt. Die letzten zwei Level, die schaffen wir jetzt hier noch. So, hier noch. Rein hier. Wenn du da runterfällst, dann hat man auch verkackt. Man kommt ja nicht mal hoch. Jetzt habe ich ja ein Geschenk. Na toll. Mission und dann. Ach du Schande. Dann fehlt mir, glaube ich, sogar noch eins. Eins, zwei. Und das sind schon drei. Na komm. Eins, zwei, drei. Vier. Ach. Türchen, 24 Level, das wäre natürlich noch lustiger gewesen. Passend.
aus irgendeinem Grund hat man... Als ob hier... Muss man auswendig lernen, das Treten nach links muss ich... 24 oder 25 hätten es mehr getan, aber da hatten die Entwickler keinen Bock mehr drauf. Wäre eine passende Zahl fürs Weihnachtsspiel geworden. So, dann nach links und dann hier nochmal nach links. Oh Mann. Oh Weihnachtsmann. Da zieht sich hier das Projekt in Länge. Muss man ein bisschen auswendig lernen. Man darf das nicht verfehlen. Wenn ein Geschenk verfehlt hat, ist man glaube ich hier Game Over. 7 von 10. Ich glaube jetzt war hier relativ weit. Ja, hier. 8. Mir fehlt ein Geschenk. Als ob. Irgendwo da links noch. Als ob es hier an einem Geschenk. Ein Geschenk übrig geblieben ist. Wo war denn das jetzt noch? Hier muss man sich anstrengen, dass man hinkommt. Zwischen den Zacken durch. Hier ein Geschenk. Hier rüber noch irgendwo. Ist noch ein Geschenk. Da ist das 10. Geschenk. Und ab zum Schornstein. Nice. Level 21, so letztes Level. Sehr schön. Okay, das Rentier läuft einfach runter. Ich dachte, es fällt jetzt runter. Fällt in den Graben. So, zum Schluss nochmal Musik an. Und damit es nochmal besonders nervt, das letzte Level. Oh, oh. Neun von 10. Wo ist das 10. Geschenk? Da ist das 10. Geschenk. Yahoo! Haben wir es geschafft? Right click to edit text. Right click to edit text. Aha. Aha. Haben die Entwickler vergessen, was zu programmieren oder was? Error. Okay, haben wir jetzt hier die Credits oder was? Die fehlen, die nicht programmiert wurden. Mit spaßiger Musik. Ach so, ja, das sind die Credits. Code Mihai Morosanu. Das ist die Website, die vielleicht gar nicht mehr geht. Das ist eine WordPress-Website. Alles klar. Okay, könnt ihr mal nachgucken, ob es die gibt. Das ist die Mihai Morosanu. Und WordPress.com gibt's Simon Teil Wiste Federico Trosi und die Musik. Sehr schöne Musik hier kommt von Mojo. Dankt ihm dafür. Das sind die Schuldigen. Die haben das hier veranstaltet. Die Entwickler und die, ja. Ein Entwickler, zwei für die Kunst, die haben das gezeichnet hier. Kunst in Anführungszeichen und einer für die Musik. In dem Sinne. Und damit noch um es trotzdem gefallen haben, lassen aber da neu seid. Und ja, frohe Weihnachten noch. Frohe Zwergnachten.